Guten Abend. Willkommen in der neuen Woche. Gibt gar nicht so viel zu erzählen seit gestern. Abgesehen davon, dass es ein entspannter Arbeitstag war. Bei dem ich aber auch einiges geschafft habe, ganz, ganz vorteilhaft. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich muss mal gucken, was überhaupt los ist, ne? Ich habe mir einen neuen Emeril-Antrieb gemacht. Damit kann ich grüne Sternkörper erreichen. Ich hätte gerne mal ein neues Raumschiff mit ein bisschen mehr Platz. Wie viel Geld habe ich denn? 4,4 Millionen? Ich sag mal, ein kleines Upgrade wäre damit schon drin. Vielleicht ist da ja schon der Kandidat. Aber ich vermute, dass es nicht so viel Platz hat. Nicht so sehr. Vielleicht muss ich mir wirklich... Vielleicht muss ich noch ein Raumschiff finden. Vielleicht fliege ich einfach mal ins nächste System. Vielleicht gucke ich auch erstmal, was ich hier überhaupt an Aufgaben habe. Sauerstoffverarbeiter bauen. Kante, schönen guten Abend. Na, alles frisch? Ich mache auch erstmal schnell was Missionsmäßiges. Oh. Sieh an. Das machen wir immer. Wenn das geht, machen wir es immer. 90.000. Nehmen wir gerne mit. Geht, ja. Bei mir, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen. Die ganzen letzten Tage schon. Irgendwie verkrampft oder schlechte Haltung oder... Alter oder irgendeine Kombination davon. Oder zu wenig Bewegung, obwohl ich ja auch gelegentlich laufen gehe. Aber das reicht vielleicht nicht. Ne? Ansonsten okay. Ansonsten brauchbar. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Rücken ist ätzend, ja. Stimmt schon. Lalalala. Er droht sein Multischwert zu ziehen, so. Fragen, woher er kommt. Tralala.
Das machen wir als erstes. So ein Grab aufsammeln machen wir immer als erstes. Ich will alle Runen haben. Vielleicht finden wir sogar noch was Spannendes. Nuklearer Planet, alles klar. Ach, naja, aber geht schon. Mach's gleich nochmal Pizza. Das ist ja gerade eine aktuelle Mode bei dir, was? Den kann ich schon. Ich muss schnell das Grab holen. Wenn ich es hier finde. Direkt hier. Nice. Ja, Mode. Nein. Also nicht Mode, sondern das falsche Wort. Ist eine Vorliebe von dir in letzter Zeit, ne? Okay. Nicht identifiziertes Material, kann man wohl sagen. Interessante Dinger hier. Aufnehmen. Gamma-Gras. Das sollte ich eigentlich mal mitnehmen, so ein bisschen. Das brauche ich nämlich. Gamma-Gras. Nehme ich jetzt mit. Also früher... Es gab ja immer Phasen bei mir, wo ich irgendein bestimmtes Lebensmittel auch wirklich so exzessiv zu mir genommen habe. Es gab mal eine Phase, da habe ich also jeden Tag Unmengen von Kakao getrunken. Also so dieses Schokopulver-Kakao, nicht so hochqualitativen. Es gab auch mal eine Phase, wo ich eigentlich fast jeden Tag Rotwurst gegessen habe. Also irgendwie ganz schön merkwürdig, wenn man so dran zurückdenkt. Ja. Das wandelt sich immer so von Zeit zu Zeit, ne? So, haben wir ein bisschen Gammagras mitgenommen. Das brauchen wir. Das müssen wir nämlich anpflanzen. In großen Mengen. Genau wie andere Dinge. Dann hinterher lebendes Glas draus zu basteln. Interessanter Planet eigentlich. Aber keiner, in dem ich wirklich mich lange aufhalten möchte. Was ist das? Uran. Ferrit. Uran. Ah, okay.
Urlaub werde ich das hier bestimmt auch eine Weile spielen. Okay, da hatten wir also den Reisenden. Ich werde mal einen Teleport machen, mich im System teleporten, wo ich dir einen Teil der Hauptgeschichte fortsetzen kann. Wahrscheinlich nur kurz. Ich gehe mal auf die falsche Seite. Und zwar hierhin. Erkennt man zum Glück am Symbol. Mal was tun, alles klar. Warte mal. Alles klar, hin und her schalten. Kein Problem. Ich brauche mal eine neue Karte, glaube ich. Karte kaufen. Planetenkarte. Ja, ist genau die Art von Karte, die ich habe. Ah, warte mal. Vielleicht kann ich mal eintauschen. Planetenkartografische Notfalldaten. Keine freien Plätze in Anzug im Winter. Möp. Warte. Fabrik entdeckt. Mal sehen, ob es jetzt geht. Instabiles Gel. Im Raumschiff könnte ich noch mal eine Antimaterie herstellen und eine Warpzelle. Ich sollte allerdings nicht allzu viel darauf geben, die, das Schiff jetzt ständig voll zu stopfen mit Warpzellen, weil wenn ich plötzlich auf ein neues Schiff stoße, was ich haben will, dann kann ich die nicht mitnehmen. Erstmal hier die Fabrik. Okay.
Narben Cherubim. Herzlich willkommen. Die Fabrik schießt sie natürlich wieder mit dem Schiff auf, ne? Ist ja logisch. Oh, mir fehlt das Zeug hierfür. Interessant. Metallplatten Natriumnitrat. Hm. Dann muss es wohl so gehen, was? Irgendwie schaffe ich es. Mit der Orientierung. Baum ist im Weg. Wächter suchen, Wächter suchen, Wächter suchen. Wächter haben verloren. Die Gefahr ist nämlich, dass man die Fabrik wieder außer Sicht verliert. Die große Gefahr, ne? Vor der man so dolle Angst haben muss. Mal sehen, ob wir sie zum Laufen kriegen. Zwei Warnungen. Sicherheit. Eindringling. Manchmal kann man so ein bisschen folgern, was die haben wollen. Nanit extrahieren. Multi-Werkzeug, Erweiterungsplatz oder neues Rezept? Nanit ist nicht so wichtig. Ich lerne das neue Rezept. Ich kann zwei Dinge sogar lernen. Geil. Atlas Pass V2. Unbedingt. Cadmium brauche ich. Müsste ich eigentlich noch in der Dingens haben. In der, und V3. Müsste ich noch haben. Atlas Pass, also hier in der Dingens. Voll geil. Atlas Pass. Das hat sich richtig gelohnt. Und diese Dinge
brauchen die auch offensichtlich keine besonders aufwendigen Ressourcen, ne? Voll gut. V2. Aber ich, dummerweise enthält der V3 nicht die V2. Erlaubnis, ne? Also ich muss schon alle drei dann mit mir rumführen. Ne? Aber dann kriege ich wenigstens die ganzen Türen auf und alles. Mikroprozessor kann ich kaufen. Emeril habe ich. Cadmium habe ich, glaube ich, auch. Sehr gut. Sehr gut. So. Das ist mein altes Schiff da hinten. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch niemals einen Atlas Pass V2 gehabt. Wobei, da bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, das stimmt. Aber ich habe ganz definitiv noch niemals Atlas Pass V3 gehabt. Das auf gar keinen Fall. Voll gut. Jetzt kann ich überall in diesen... in den... den, also wenn ich, wenn ich Dinger hergestellt habe, kann ich immer die... die ganzen extra Orte aufsuchen und die ganzen Türen aufmachen. Voll geil. Muss ich sofort herstellen. Türenhype, aber sowas von. Türen und alles. Selbstverständlich die falsche Seite. Ich gewöhne mir immer die... Man macht Sachen ein paar Mal falsch und schon gewöhnt man sie sich falsch an. Erstmal kurz nach Hause. So, da haben wir sowohl Cadmium als auch Emeril. Wundervoll. Wundervoll. Ja. Ich muss auch mal lernen, eine zweite, ein zweites Dingens zu bauen hier. Ein zweites... zweite Box hier, ne? So, Mikroprozessor brauche ich auch. Die brauche ich beide gleich. Voll gut. Ich habe hier noch ein Scanner-Modul. Ist bestimmt nicht so geil. Ich kann es sowieso nicht unten einbauen. Wir zerlegen es einfach. So, wir stellen mal her.
Cadmium. Ach so, ja, die, genau die beiden Sachen muss ich auch noch holen. Einmal Cadmium, bitte. Atlas Passport. Voll geil. So. Cadmium, bitte wieder zurück. Stattdessen Emeril. Und irgendwas muss ich ablegen, weil sonst habe ich keinen Platz hier. Säure. Zack. Giftschutzmodul. Hm. Kriege ich nicht untergebracht. Von mir aus die Quanten. V3. Atlas Pass V3. Nice. Nice. Das hier kann eigentlich auch weg. Braucht niemand. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich da leider keinen Platz mehr für irgendwelchen Kram. Oh, ich kann auch Kobalt ablegen. Also quasi einfach Dinge. Gleichartige Dinge kann ich hier ablegen, ne? Ammoniak passt nicht. Phosphor wahrscheinlich auch nicht. Emeril auch nicht. Dann nehmen wir mal die Geode raus. So. Jetzt gehen alle Türen auf. Alle Kisten. Miep, miep. So. Jetzt können wir ja mal den Holoterminus aktivieren. Landen kann. Ah, das ist ein Landefeld. Und hier Dinge, ne? Nanit. Nehmen wir gerne mit. Wächter werden bei Sichtkontakt angreifen. Tja. Tja, das ist natürlich nicht so geil. Guthabentransfer. Okay. Aber die Wächter kommen hier nicht hoch. Also mit Artemis reden ist das ist wahrscheinlich wieder angesagt, ne?
Lala. Holographisch aktivieren. Hey. Hast du deine Position trianguliert? Melde dich, sobald du Daten hast. Bestätigen. Ausgezeichnet. Wir kommen voran. Moment. Ich werde... Artemis überträgt ein paar eigene Daten. Es ist eine Sternenkarte, die den Himmel bei seiner Position zeigt. Ich habe keine Ausrüstung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht mal, wie lange ich schon hier bin. Ich werde es auf die altmodische Art versuchen. Ich habe die Sterne gezeichnet. Okay. Wenn du bei einer Raumstation vorbeikommst, werden dir die Bewohner mit unseren Sternenmustern helfen können. Okay. Einen Übersetzer kalibrieren. Viel Glück. Artemis Übersetzer. Eine Übersetzungsvorrichtung. In dem es mit für den Betrieb muss eine Netzwerkverbindung hergestellt sein. Okay. Das Ding kann ich schon direkt sofort herstellen. Denke ich. Ach Moment, es gilt als Technologie installieren. Okay. So. Lerne Worte von uralten Ruinen, installiere einen automatischen... Okay. So. Wie lautet denn jetzt die Aufgabe? Übersetzer kalibrieren. Na gut, sprechen und so weiter, ne? Bewohnter Außenposten entdeckt. Das ist doch nicht der hier, oder? Außerirdische Lebensform. 19... 13, 19. Da gehen wir hin. Vielleicht ist da auch eine Tür, die wir aufmachen können. Wäre sehr schön. Neot, Neot. Oh. So ein Ding habe ich eigentlich schon. Reden wir erstmal mit dem da. Komponenten. Solarspiegel brauche ich auch. Ach, ich werde hier gerade von Bots heimgesucht, wie es aussieht. Beknackt. Was soll ich denn dagegen machen? Lala, Wärmeschicht, Laufionisator. Ich weiß, was ich als erstes mache.
Ich mach mal kurz den Dingens hier weg. Die Chat Source hier, ne? So, dass es nicht mehr im Stream kommt, solange bis da wieder Ruhe ist. Naja. Bekloppte halt, ne? So. Um Hilfe bitten. Alien bringt mir ein Wort bei. Anscheinend weiß der Alien mein Interesse für Geschichte zu schätzen. Wirft mir eine Karte zu. Nice. Das ist gut. Das ist gut. Neut, neut, neut. Nee. Also wenn ich mir noch ein neues Multitool hole, dann muss das schon eins sein, was echt mehr Platz hat. Deutlich, also spürbar mehr Platz. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Handelsposten oder sowas? Das kenne ich ja gar nicht. Was ist das denn? Das ist mir mal ganz neu. Struktur. Planetares Archiv. Okay. Die gleiche wie der andere. Solarspiegel. Brauchte ich für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was. Lokaler Informationsspeicher. Willkommen Eindringling und so weiter. Karte ausdrucken. Eine Planetenkarte. Das kenne ich ja hier gar nicht. Was ist hier los? So, Händlergilde. Ein Geschenk. Ein Cherubim. Na? How looks it out, hm? Das muss ich mal irgendwie sagen. Wärmeschutz. Okay. Das kenne ich noch gar nicht. So. Proben auf tiefer Frequenz. Offenbar erwartet es ein Sprachbefehl. Waffe, erbärmlich oder Interlope? Waffe. Okay, Archiv entschlüsseln. Okay. Der Tod, verdammte. Bla bla bla. Ich lese das nicht vor, offenbar, ne? Tja, okay. Ja. Gut. Kannst du mir noch was sagen?
Dein Gag-Diener hat mir gesagt, dass du kommen würdest. Aha. Wieder seine Hauer deuten auf hin. Dein Wesen ist mir zu fremd. Hm. Glaube ich ihm. Ich habe kein Waffenterminal. Ich habe weder ein Waffenterminal noch eine Wissenschaftsstation. Noch habe ich so ein Farming-Ding da, so wie auch immer das heißt. Ne? Leider nichts dergleichen. Planetenkarte. Naja, lass uns mal eine Route planen, was? Was heißt denn Ui? Das ist zu wenig Information. Ach so, ja, irgendwelche Bots haben wieder mal rumgepoltert hier, ne? Kann man nicht so viel gegen machen. Tee, hallo. Willkommen. Ah, hast mal wieder Gelegenheit, was zu bannen, wa? Hat er schon Angst gehabt? Eieiei. Ich hatte schon Angst gehabt, dass es nicht aufhört. Ne? Wo muss ich denn hin? Verstärkung trifft ein, toll. Sollen die mich erstmal suchen? Wo ist denn jetzt hier? Toll. Ich find's nicht. Schon ist es wieder weg. Schon weiß ich nicht mehr, wo es ist. Hallo, Hakuna. Unbekanntes Gebäude. Landesequenz nicht verfügbar. Toll. Das ist ein blöder Planet. Ständig sind hier irgendwelche Wächter und Nerven. Super ätzend. Wo war jetzt das verdammte Gebäude eben von eben? Da. Nicht so richtig ein Gebäude, sage ich mal, hier, oder? Wegpunkt. Da
Da ist aber noch ein Gebäude. Also gilt als Gebäude zumindest. Miep, miep. Kleinere Siedlung. Lauf da mal hin. Offensichtlich. Oh nein, blöde Wächter, verschwinde. Aha. Vielleicht kann ich da endlich jetzt mal meine neuen Atlaspässe ausnutzen. Hier nicht vorhin schon? Ich glaube, ich war hier vorhin. Oder vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Hast du was zu sagen? Exo-Anzug aufladen, was? Problem beim Atmen. Upgrade-Modul. Lebenserhaltung. Okay. Was hast du denn anzubieten, hm? Immer noch das gleiche. Schildgitter. C. Wer will denn sowas? Vielleicht kann ich ja mein Schiff hier herholen. Mein Minenlaser ist nicht so schlecht. Es als Waffe nicht unbedingt fantastisch, aber ganz gut. Christian. So, eine Mission abgeben hier.
Habe ich Platz im Inventar? Ja, mindestens einen. Genau einen. Also eine Mission habe ich. Okay, Ansehen verbessert, auch nicht schlecht. Was haben wir dann? Paraffinum sammeln. Kreaturen eliminieren. Hm. Klingt alles nicht so spannend. Lassen wir mal sein. Ich habe ja noch eine weitere Planetenkarte. Sogar zwei. Zerstörte antike Städte. Ey, kann ich das Schiff haben? Immerhin. Man kann ja mal gucken, vergleichen. Ach. Nee, also mein Schiff ist in allem besser. Allein wahrscheinlich schon durch die Upgrades. Aber ich kann ja mal kurz was gucken. Ich weiß bloß nicht, auf welcher Seite ich das machen muss. Auf dieser oder auf der anderen. Nämlich wollte ich mal gucken, ob ich mein Raumschiff mal aufwerte. Das geht nämlich inzwischen auch. Das ist aber wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Kostet entweder viele Naniten oder viel Geld. Okay. Raumschiff verbessern. Wo findet man Upgrades? Kann ich mal gucken. So. Ja. Technologiehändler. Yeah. Klasse verbessern. 25.000 Nanit. Bei Lagerkapazität 16 Millionen. Tja. Also das ist schon, also das kriegt man später schon. Zumindest das Geld. Das klappt schon, aber trotzdem. Momentan ist das noch ein bisschen außerhalb meiner Möglichkeiten. Mal demnächst mal ins nächste System springen. Ich hoffe, es gibt hier keine allzu aufdringlichen Wächter. Es
sammeln erstmal wieder diese ollen Schlüssel hier, ne? Und es braucht 3 davon, schätze ich mal. Merkwürdig, wollte ich gerade sagen. Und ich hab's sogar gesagt. So, wo ist die Kiste? Weil ich brauche wirklich nur 3 davon, glaube ich, von diesen Schlüsseln. Da. Ach, direkt vor mir. Dachte ich. Versiegelte Andenken. Okay. Hoffen wir mal, dass das brauchbar ist. Wenigstens viel Geld gibt. Versiegelt. Nee, das ist was anderes. Wollte mich gerade aufregen. 200.000, naja, gut. Ich soll hier doch irgendwo von irgendeinem und irgendwas was lernen hier. Ganz merkwürdig. Artefaktfragment. Wissensstein. Der damit gemeint ist. Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Kalibrieren. Also diese, das ist irgendwie eine merkwürdige Karte. Wir haben ja noch eine Planetenkarte. Dachte hier, ne? Notfallkarte. Notfallsignal. Vielleicht gibt es da ja ein neues Schiff. Thank you.
könnte sein. Die Lebensform. Weggehen. Ach, da ist noch eine Person. Ja. Na. Was willst du denn? So, grüße deine Muskeln. Nach dem abgestürzten Schiff fragen. Na. Materialflair. Sie ist Krieger und kein Mechaniker. Sie bietet mir einen Teil ihrer Fracht an. So. Rost entfernen. Eine Säure. Teil ersetzen. Eine Metallplatte. Warte. Metallplatte können wir sicherlich herstellen. Hoffe ich zumindest. So, er sieht mich voller Respekt an. Sie belohnt mich dankbar. Junetz, gut geschrieben. 5000. Hat sich ja voll gelohnt, muss ich echt mal sagen. Naja, gut. Dafür bin ich jetzt wieder ein bisschen beliebter, ne? Noch eine Karte habe ich nicht, ne? Wie es aussieht. Was ist das? Fregattenmodul. Ich habe so viel Zeug wieder. Mein Inventar klebt schon wieder voll, ey. Das ist echt ätzend. Was kann ich denn hier für Technologie einsetzen? Große Raketenrohre könnte ich einsetzen im Raumschiff. Das macht aber nur Sinn, wenn ich die... Oder? Macht das Sinn? Mal gucken. Wenn ich große Raketenrohre herstelle, brauche ich übrigens noch Dinge, sehe ich gerade. Da, Hahn, könnte ich womöglich zwei Raketen hintereinander abfeuern. Unter Umständen. Ja, vielleicht auch nicht. Es könnte sein, dass es vielleicht trotzdem noch zu heiß ist. Ich glaube, ich muss mal weiteres Zeug verkaufen. Wo ist denn jetzt hier? Da war doch eben noch so eine Markierung.
Im Zweifelsfall, wir fliegen einfach mal ins nächste System. Kann man immer machen. Das geht immer. Einfach mal ins nächste System. Da waren wir schon, ne? Oder? Nein. Daten nicht verfügbar, dann waren wir da noch nicht. Holla, was ist hier los? Feindliche Schiffe! Wenn ich den Frachter nicht treffe. Ist der Frachter ja besser. Schauen wir mal. Hier der Eingang. Wo ist denn hier der Eingang? Ich sehe ihn nicht. Bin zu blöd. Oder ist er weggeportet? Das wäre jetzt noch blöder. Ein bisschen nicht so einfach hier.
Ach, schade. Wollte mit den Typen reden. Dankbarkeit. Inspizieren. Es ist ein Seefrachter. Ja, mal vergleichen. Mein aktueller ist ein B-Frachter, aber der neue hätte immens viel mehr Ladeplatz. Kostet aber auch immens viel mehr. Kostet immens viel mehr, ja. Okay. Eigentlich muss ich da gar nicht groß gucken. Weil den ersten Frachter kriegt man wohl umsonst, wie es aussieht, wenn man den Leuten hilft, also ihnen hilft, die Schiffe abzuwehren. Und den nächsten muss man dann schon regulär bezahlen, ne? Naja. Was gibt's denn hier für Planeten? Was? Von Buck entdeckt? Wer ist denn Buck? Wie komme ich denn hier hin? Ist ja ein interessanter Zufall. Paradiesischer Planet. Dahinter. Bin ich hier wirklich jetzt zufälligerweise in ein System gelandet, in dem schon jemand anders war? Das wäre ein Riesenzufall. Super kritischer Planet. Guck ich mir an. Ja, warte. Bevor ich mir angucke, mache ich noch was anderes. Nämlich neue Planetenkarte kaufen. Und gucken, ob es Reisende gibt. Ne? Du bist kein Reisender, aber ich kann ja trotzdem mal gucken. Ehoi, Wissenschaftsfirmen. Ich hab keins. Ich weiß auch noch nicht, wo ich eins herkriegen soll. Foto. Dioxid sammeln. Vielleicht kann ich ja meinen
meinen Anzug verbessern. Was ist das denn für ein Zeichen hier? Ich meine, es ist ein Zeichen von der Kiste, aber wo ist sie? Ich weiß, kann nicht weiter nach oben gucken. Frachtabwurf. Da komme ich von hier aus aber nicht hin, oder? Trotz der Blitze. Das ist ja mal ein cooles Teil. Meins hat dramatisch mehr Schadenspotenzial. Aber liegt das jetzt daran, an den Upgrades, die ich da drin habe? Bin da nicht so sicher. Ich müsste das mal rausfinden. Indem ich da mal irgendeins von diesen Dingern da rausbaue. Dieses Schadenspotenzial, weiß ich nicht genau, wie das zustande kommt. Vielleicht sieht man es ja hier in der Anleitung. Anleitung Kampf. Waffenverwaltung. Bodenkampf. Nahkampfangriff. Zoom um Gegner ins Bitpräz ist interessant. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, okay. Ja, steht nicht dran. Schaderweise. Okay, pass auf. Ich kaufe mir noch mal eine Karte oder zwei, wenn ich das... Wenn dafür irgendwo ein Händler ist, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oh cool, was ist das denn? Dachte gerade, das Schiff sieht besonders aus, aber sieht gar nicht so besonders aus. Ich kann ja erstmal auch ein bisschen Zeug verkaufen, weil mein Inventar hier ist ja so vollgeballert, ne? Komm, die blöden Gag-Relikte hauen wir mal weg. Die brauche ich sicher irgendwann wieder und dann ärgere ich mich, dass sie weg sind. Aber die gehen mir momentan eigentlich nur auf den Keks. Genau wie das Paraffinum. Und die 8 Phosphor. Und die Geode. Obwohl, ja, komm. Kriegen wir schon wieder. Das hier auch. Die Wasserstoffgelee können wir neu herstellen im Zweifelsfalle. Und was hast du? Nichts, was ich wirklich jetzt gerade brauche. Und dein Schiff? Ein B-Schiff. Hat aber nicht so viel Platz, ne? 18. Ne.
Das sieht zwar überhaupt nicht so toll aus, mein Schiff, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht. Ganz okay aufgewertet. Boah, das sieht aber aus wie ein Schiff mit viel Platz. Und ja, und braucht auch viel Platz. Yay. Das hat Platz. Das ist groß und fett. Das hat Platz, ja. Kann man so behaupten, ne? Ja, 36 Millionen. Tja, tja, tja. Hätte ich die Kohle, würde ich es machen. Glaube ich. Trucker, hallo. Herzlich willkommen. Das ist ja mal interessant. Das wusste ich gar nicht. Danke. Das ist ja interessant. Das ist ja cool. Das ist ein guter Tipp. Dankeschön. So, ich will eine Karte kaufen. Genau. Genau. Aber vielleicht kannst du mir noch einen Tipp geben. Wenn ich mit dem hier rede. Ich kann Karten austauschen. Gegen was denn? Eine Karte tauschen. Aber was tausche ich denn da? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Weil ich hatte gerade eine Karte gekriegt und jetzt habe ich noch eine. Jetzt habe ich zwei. Sehr merkwürdig. Ich weiß, wenn ich mal zu meinem Schiff gehe. Hier. Karten, die auf Planeten finden kannst, okay? Von Bug entdeckt. Ist ja echt, echt merkwürdig. Erkundungs irgendwas, okay? Paradiesischer Planet, ja? Aha. Nein, das ist PC. Aber ich spiele mit Controller. Ich spiele gerne mit Controller. Besuch erwünscht? Aktuell nicht. Nein, danke. Bin noch so ein bisschen hier am alleine machen, ne?
So, was finden wir denn? Ein Haus. Handelsposten. So interessant ist der aber auch nicht. Kein Problem. Ich helfe eh niemandem. Fliegt mal gerne mit. Okay. Verstehe. Ich bin hier also eher so ein bisschen am Rumprobieren und Erkunden. Und am Lernen und Sammeln. Also eigentlich so all das, was man so... was die Zeit so füllt, ne? Notruf. Da gehen wir mal hin, würde ich sagen. Vielleicht gibt es da ja mal ein neues Schiff. Was ich haben will auch. Oder wieder nur jemanden, der notgelandet ist. Es ist leider jemand, der notgelandet ist. Vielleicht kann ich den abschießen und sein Schiff nehmen. Aber das sowas mache ich natürlich nicht. Ne? Es gibt noch einen Kniff, den sogar viele Profis nicht kennen. Wenn du im Inventar also herstellen möchtest, hältst du den Mauszeiger über die Eisenplatten und drückst A oder D. Ja, das wird aber hier dann... Okay, so nicht gehen. Müsste ich mal... was herstellen will. Da unten steht es ja. Herzustellende Menge. Huh. Oh ja. Ja, man übersieht so viele Sachen, ne? Cool. So, was? Ich untersuche das Schiff. Lalalala, es scheint ein schönes Schiff zu sein. Also, es ist ein großes Schiff auf jeden Fall, sagen wir mal so. So, es klappert verdächtig. Schiff reparieren. Ein unerträglicher Schmerz durchdringt meinen Körper. Doch, dann ist er verschwunden. Hm. Exo-Anzug. Schaden erkannt. Irgendein Bauteil kaputt gegangen hier. Ich sehe hier keinen Schaden. Vielleicht einfach nur der Schaden, den ich durch... Also hier einfach nur... Lebensschaden da. Keine Ahnung. Bestimmt kriege ich wieder 1000... Units oder sowas. Mhm. Mhm. Was ist das? Gar nichts. Ja. Das hat sich ja richtig gelohnt. Würde ich mal sagen, ne? Ein S-Scanner-Modul immerhin. Hm. Ist ja schon mal geil. Das müsste ich dann, wenn, dann wahrscheinlich hier reinpacken. Hm. Aber ich habe nicht mehr genug Platz für alles.
Ein äußerst leistungsstarkes Upgrade. Ja. Ich muss da irgendwas zerlegen für, um das zu machen. Kampfvisier vielleicht. Spare für bessere Waffe? Nee, komm. Plus 7000% Belohnung. Krasses Ding. Das hatte ich ja schon aufgemacht, ne? Mir fällt ein, ich muss immer auf diesen blöden Sauerstoff Dingens da bauen. Sauerstoff irgendwas, sonst geht das ja mit meiner Basis, mit meinem Basiscomputer nicht weiter. Ne? Handelsposten. Habe ich noch eine Karte? Ja, ich habe noch eine Karte. Wahrscheinlich auch wieder einen Handelsposten. Kleinere Siedlung. Entdeckt. Wahrscheinlich gespawnt, nicht entdeckt. Was ist denn hier? Paraffinum. So kommt auch Geld zusammen, ne? Das bringt nicht so viel. Pflanzen schon. Ist übrigens ein schöner Planet hier eigentlich, ne? Hatten wir schon. Oder? Ja. Uah! Schnecken. Ja. Das ist ja eine interessante Siedlung. So. Ich erschrecke, sie begrüßt beim Anblick meines Multiwerks, wie berät sie, die Stimme zu einem roten Licht. Ah, zu viel Angst, den Blick von mir abzuwenden. In Ruhe lassen. Upgrade-Modul, Neo, was hast du denn? Immer noch das gleiche. Kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel bei rum. Ach, ich brauche mal echt mal eins. Was ich mir leisten kann und was auch wirklich ein Upgrade für mich ist.
Außerdem will ich endlich mal einen Ort finden, den ich mit meinen frisch erworbenen Atlaspässen aufmachen kann. Ich habe immer einen Atlaspass 3 jetzt und 2. Du hast etwas übersehen. Was Großes, Umfangreiches, Wichtiges? Ansonsten ist es nicht so wichtig jetzt. Zu Anfang vielleicht, nee. Dann fliege ich mal weiter. Wir kehren mal zum Missionsagenten zurück. Nur eine, naja gut. Foto. Mache ein Foto von einer Landkreatur, na gut. Kann ich wahrscheinlich überall machen. Din, 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 din. Das haben wir an. Ja, komm. Sauerstoffverarbeiter bauen. Voll blöd, weil... Da habe ich gar keine Lust einzubauen. Flieg einfach weiter. So sieht's aus. Ich flieg einfach ins nächste System. Wenn ich kann. Da gibt es immer neue Raumstationen und Dinge. Zwei Planeten. Okay. Zugefroren. Der andere. Geschmolzener Planet. Thank you.
ich doch meinen. Wir gucken erstmal die üblichen Dinge durch, ne? Ich will so eins und so eins. Neue Missionen haben die, glaube ich, noch nicht, ne? Also. Wächter eliminieren, das nehme ich mal an. Das läuft zwischendurch bestimmt. Ming, 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 ming. Dachte für einen Moment ein Reisender. Und geileres Multitool. Vielleicht. Wahrscheinlich zu teuer. Nein, nicht zu teuer. Wenn ich es einfach tausche, dann ist das andere ja weg, ne? Eintauschpreis, da oben steht es ja, okay. Ne, der Eintauschpreis lohnt sich nicht. Ich nehme das jetzt mal, auch wenn das teuer ist. Auch wenn das teuer ist. Du musst das andere Ding. Naja. Hast. Letztendlich hast du recht gehabt, das Ding aufzuheben, dieses S-Scanner-Upgrade-Modul, wäre jetzt gut gewesen. Jetzt wäre es gut gewesen, aber weiß man ja vorher nicht. Oh. War ich hier etwa schon mal? Hm. Multiwerkzeug. Was haben wir hier? Impulswerfer. Minenlaser. Da muss natürlich auch ein vergeilter Minenlaser rein, ne? Ja, fortgeschrittener. Da brauche ich alles Mögliche. Hm. Ein Glutsperr finde ich auch gut eigentlich. Ich muss mal gucken, wie gut das Ding hier ist. Pass mal auf. Multiwerkzeug tauschen. Vielleicht zerlege ich die Dinge einfach mal. Platz kurz. Minenlaser. Kann ich gar nicht zerlegen. Ich kann das Ding hier höchstens, keine Ahnung, irgendwie ein Kohlenstoff-Nano hier. Ich frage mich, ob ich das Ding hier einfach wegschmeißen kann.
Und mal gucken. Verschieben. Ich kann es jetzt nicht woanders hin verschieben, ne? Nee, es wäre ja auch zu einfach. Das geht natürlich nicht. Ja, schade. Schade, schade. Jetzt mache ich so, also das... Das zerlege ich jetzt alles hier. Und baue das, so gut es geht, in dem neuen wieder auf. Weil da habe ich jetzt endlich Platz, ne? Ich mach's jetzt einfach, komm. So. Kann ich die in... Ich muss erstmal gucken, ob ich die... irgendwie auch loswerden kann, die Dinger. So. Also, wir können noch ein anderes Visier. Wir können Glutspeer noch reinpacken. Impulswerfer. Aber das ist hier ein... Das ist ein Upgrade für einen Impulswerfer, für einen Blitzwerfer. Würde ich jetzt denken, oder? Aber es steht dran Impulswerfer. Hier ist Impulswerfer. Blitzwerfer. Packen wir hier mal einen Blitzwerfer hin. Der macht keine Synergie. Der auch nicht. Na gut. Ich habe den Impulswerfer noch selbst noch gar nicht benutzt. Okay. Deuterium. Okay. Muss ich auch erstmal haben, Deuterium, ne? Kann ich das herstellen? Mal gucken, was da überhaupt für notwendig ist. Kann ich gar nicht herstellen. Aber vielleicht kaufen. Bisschen teuer. Wenn sie es denn überhaupt haben, ne? Haben sie gar nicht. Aber jetzt lohnen sich unter Umständen Upgrade-Module für das Multitool.
Was kann ich denn hier verkaufen? Lebenserhaltungsmodul kann ich verkaufen. Das mache ich jetzt auch. Glutsperrmodul. Oh yeah. Das kaufe ich. Glutsperr will ich sowieso noch einbauen. Wie gesagt, dann brauche ich noch Deuterium. Naja, ich kann die ja. Ich kann die ja hinterher auch verschieben. Das war früher nicht so. Das ist sehr schön, dass das jetzt geht. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hallo? Da. Maximales Upgrade. Naja, 4% Schaden ist nicht so viel. Aber Aufladezeit ist gut, okay. Wie gesagt, Deuterium kann ich noch nicht herstellen, glaube ich. Und weiß auch nicht, wo ich es herkriege. Aktuell zumindest. Geil. Ich gucke eben noch mal kurz, ob die noch einen Blitzwerfer-Upgrade haben. Hatten sie unter Umständen, aber dann wahrscheinlich kein gutes, ne? Ein C-Upgrade. Ein B-Upgrade. Nee, das lassen wir mal. Das lassen wir mal. So, wie ist denn das jetzt hier eigentlich? Schadenspotenzial 1500 und irgendwas. Ja. Okay. 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 Was ist denn das da? Jetzt das hier noch? Oh ja, den brauche ich selbstverständlich auch. Das ist ja total logisch, dass wir das brauchen. Technologie installiert. Ne? Den brauchen wir auf jeden Fall. So, und Kampfvisier. Warum nicht? Ist nicht teuer. Können wir reinpacken. Und Platz genug haben wir jetzt ja. Erstmal. Ne? So. Okay. Dann habe ich jetzt zwar ganz konkret noch keinen Vorteil dadurch. Aber, hab jetzt wenigstens ein Ding, was ich ordentlich ausbauen kann, ne? Gefrorener Planet und der andere war wie? Geschmolzen. Deuterium. Ist das nicht ein etwas, was ich mit der Raffinerie erzeuge? Möglich. Möglich, möglich. Wir können noch ein bisschen. Ist nicht so interessant hier. Eigentlich, warte mal. Eigentlich möchte ich mal was anderes machen. Eigentlich möchte ich mal zu einem grünen Stern.
Meine Position auswählen. Das ist ein grüner. Kann ich nicht so genau erkennen. Sieht fast so aus, oder? Befugt. Ob ich hier befugt bin, hier hinzufliegen? Ich mach's einfach mal was. Momentan streife ich also einfach so ein bisschen durch die Galaxie. Giftiges Grauen. Aktiviertes Emeril gibt's da. So, so. Giftiges Grauen. Komm! Giftige Anomalie. Und Legende. Ah. Das kriegt man bei Elite Dangerous nicht so leicht. Also, den höchsten Status. Wind gepeitscht. Hm. Einer ist da noch hinter. Gemäßigt. Okay. Also, erstmal hier. Was willst du denn, hm? Er liegt. Thank you.
Jetzt finde ich wahrscheinlich gleich ein besseres Multitool. Einmal Notfall. Und einmal die. Das sind die spannendsten Karten ever. So. Keine Reisenden. Was hast du? Plasmawerfer. Scannermodul. Ja, das sollte ich eigentlich nehmen, ne? Ob das sowas ähnlich Gutes macht? Ich gucke hier auch nochmal. Hyperantriebmodul. Die Frage ist, ob man die mehrfach aufwerten kann. Zum Scanner. Geil. Ist ähnlich gut. Ich will fast sogar sagen, besser. Ah ja, noch mal ein bisschen Glück gehabt, sozusagen, ne? Fauna und Flora. Die Amore-Zwillinge. Scan-Radius ist auch erhöht. Sehr schön. Sehr schön. Glück gehabt. Sonst nichts zu holen hier, ne? Dann mal los. Wind gepeitscht, kenne ich gar nicht. Aggressive Wächter ist natürlich nicht so schön. Wozu ist das denn gut? Gar nicht.
Wo ist denn der Eingang? Da wahrscheinlich, was? So. Neue Technologie, Plasmawerfer. Okay. Okay. Aha. Atlas Pass V2. In so einem Bereich war ich noch nie. Habe ich noch nie gesehen. Schön, schön. Das einzige, oder? Keine zwei davon. Dann sucht mal schön. Was da wohl drin sein mag. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt gut ist, der Plasmawerfer. Muss ich wohl ausprobieren. Da ist ein Terminal, da gucke ich gleich drauf.
eine Leiche gefunden. So, das halt habe ich noch nie gesehen. Grauen der Evolution. Naniten. Na ja, gut. Nanit, okay. Okay. Was ist das denn da? Ah, wenn ich so einen Ball mitnehme, dann werden die Wächter, glaube ich, ziemlich sauer, oder? Vielleicht mehrere mit. So sieht's aus. Denn schon, was? Die sind sauer. Die sind sauer. Mir egal. Anpflanzen sogar. Kann ich lernen anzupflanzen? Na, einer gibt nicht auf oder was? Doch. Jetzt habe ich keine Karten mehr. Ich könnte natürlich einfach ins nächste System fliegen. Sofern ich noch Dingens habe hier, ne? Mindestens einmal geht noch. Mindestens einmal. In die blauen Systeme kann ich noch nicht, glaube ich. Ich bin sogar ziemlich sicher. Wir fliegen mal zur nächsten Atlas-Station.
Ich lerne hier voll die Wörter. Unglaublich. Moment mal eben. Erlerne Worte von einem Wissensstein. Ich glaube, das soll mir zeigen, welche Optionen, welche Möglichkeiten es da gibt, Wörter zu lernen. Oder Worte. Weitere Atlas-Schnittstelle. Mhm. Wie lange haben Sie geschlummert und auf einen Reisenden gewartet? Haben Sie mich erwartet, wurde jedoch auserwählt? Der Atlas hat diese Existenz erschaffen. Die Gag, die Vykin, die Korvax, die Sterne am Himmel und der Hass, der in der Tiefe brennt. Und so weiter. Na klar. Erlerne Worte von einem Wissensstein. Das sollte uns gelingen eigentlich. Ich komme hier die ganze Zeit in Systeme, die schon von irgendwem entdeckt sind. Das ist ja echt merkwürdig. Wie kommt das? Hängt das vielleicht damit zusammen, dass ich durch ein schwarzes Loch geflogen bin und dass es mehr oder minder so ein bisschen so ein Sammelpunkt ist? Paradiesischer Planet. Dass ich auf diese Weise sozusagen an einer Stelle ankomme, an der viele Leute ankommen. Was? Okay. Weil ansonsten ist das doch ein haarsträubender Unwahrscheinlichkeit. Ich finde es auf jeden Fall geil, was aus dem Spiel geworden ist. Das war ja am Anfang, naja, ich muss mal sagen, ein bisschen trostlos, ne?
Das war ja das Dumme da, dass sie sich da so ein bisschen sehr stark übernommen haben mit ihren Voraussagen. Aber ich finde es ziemlich irre, wie sie da dran geblieben sind und das weiter aufgebohrt haben. Egal, nein, mach ich es nicht. Blitzwerfermodul. Ja, komm. Das packe ich da rein. Blitzwerfermodul hier. Schaden plus 1%. Yay. Feuerrate. Schuss pro Feuerstoß. Na ja, gut. Ich glaube, ich mache mal eine Technologie. Dass ich da dann auch mal wieder was machen kann. Ich habe zwar nicht allzu viel, aber vielleicht hat er ja was für mich. Unter Wasser, Strahlengift. Unter Wasser, gut, da finde ich nicht so spannend. Bewegungsmodul. Ich mach's einfach mal, weil ich auch neugierig bin. Jetpack-Tanks 200%. Sprinterholungszeit, na, das ist schon mal cool. Ah, okay, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Wir machen erst die Fabrik oder was auch immer dabei rauskommt. Yes. Die Zeit vergeht ziemlich rasant bei dem Spiel hier. So, wo ist der Eingang? Hier direkt, oder? Oder auch nicht. Oder auf der anderen Seite. Oder auch nicht.
spieß auch so auf. Kriege ich wohl. So. Oberflächen fühlen sich heiß an. Das Kühlkammersystem aktivieren. Passt ja. Multi-Werkzeug-Erweiterungsplatz ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Rezept ist am besten. Oh yeah. Sogar. Da haben wir dann wertvolle Produkte. Komponenten und Geräte. Prozessor herstellen lernen, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ehrlich gesagt. Wertvolle, was fange ich damit an? Säure herstellen. Eigentlich war ich früher immer drauf, also war ich mal so scharf drauf, lebendes Glas herzustellen. Das war ein ziemlich guter Geldbringer. Lebendes Glas. Schmiermittel braucht man dafür. Und Glas. Ja, das ist auf dem Weg sozusagen, beides zu haben. Frostkristalle. Fecium oder Fecium, keine Ahnung. Gammawurzel. Ich glaube, ich werde das mal das anfangen zu lernen hier. Das sind alles Dinge, die man anbauen kann. Säure. Okay, pass auf. Und Schmiermittel. Die ersten Schritte in Richtung lohnender Landwirtschaft. Wenn das noch so ist wie früher. Ich habe auch gesehen, dass Leute mit anderen Rezepten deutlich mehr Geld wohl gemacht haben. Irgendwie mit Sprengstoff oder irgendwie Flüssigsprengstoff oder irgendwas. Aber für mich war immer lebendes Glas das Mittel der Wahl. Ach, sieh an, Kreaturen scannen, habe ich auch noch eine Mission. Es gibt immer was zu tun. Ah. Mach ich auch eben nochmal.
Habe ich nämlich auch als Mission. Okay, Tiere bringen mehr. Pflanzen bringen aber auch Geld. Relativ viel sogar. Tier bringt 84.000. Krass. Am geilsten wäre natürlich, oder andersrum gesagt, ich frage mich ehrlich gesagt, ob ich das dies nochmal upgraden kann, indem ich noch einen so einen Scanner Upgrade dazu packe. Oder ob das nur einmal geht und dann vielleicht nur das Stärkste genommen wird. Ein Wissensstein. Yeah. Übersetzer kalibriert. Potenzielle Unterstützung mit. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternkarte markieren. Okay. Habe ich ja eigentlich noch was? Ich muss immer noch diesen blöden Sauerstoffverarbeiter bauen. Und ein Foto von der Kreatur machen wir auch noch. Geräusche. Vielleicht mache ich es da, wo es deutlicher ist. Ich gehe mal zum Schiff zurück. Unbedingt ausprobieren, ein Scanner-Modul einzubauen. Noch so ein zweites, starkes Scanner-Modul. Ob das sich addiert oder womöglich sogar multipliziert, dann wäre es natürlich mega OP, ne, wenn das so wäre. Ich würde mich nicht beschweren. Thank you.
Das muss ich jetzt gleich, also das muss ich echt mal probieren noch. Es ist zwar schon recht spät geworden, aber ich bin echt neugierig. Außerdem mache ich ja noch eine Mission hier in der Nähe. Warte eben. Warte. Lass mich zum Glück nicht ablenken, ne? So, die Handelsregeln der Gag verbieten Transaktionen mit Wesen unbekannter Bonität. Ich muss meinen Rang verbessern, interessant. Mhm. Mhm. Bei was ich haben will. War nur neugierig. Huch, was ist los? Ich frage mich ehrlich gesagt, ob ich das. Ob das immer so ist, dass ich das Ansehen erst verbessern muss oder ob das jetzt von. Naja, wenn ich das Ansehen von vornherein schon stärker wäre, ob ich das jetzt auch hätte machen müssen. Bin da nicht so sicher. Da waren wir noch nicht, ne? Vielleicht hätte ich auch beide machen können. Also beide auf einmal, aber... Da gibt es wenigstens ein paar Planeten. Sengend heiß, ja. Grünend. Ich gucke eigentlich mal nach irgendwelchen außergewöhnlichen Namen. Verseuchtes Paradies. Thank you.
Gut. Erstmal die Station wieder. Karten kaufen und dann losfliegen. Was? Außer Grafik? Scheinbar nicht. Ich soll mal angesehen bei den Gag verbessern. Das sind keine Gag, aber ich gucke trotzdem mal, ne? Kreaturen eliminieren, Kreaturen eliminieren. Aha. Vielleicht mache ich das dann doch mal. Weil anscheinend ist das ja eine ständig wiederkehrende Sache hier. Lebenserhaltungsgel. Aha. Ab wann hast du Urlaub? Diese Woche muss ich noch arbeiten. Dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Dann passieren halt wieder Dinge, ne? Ach, was für ein cooles Schiff hier. Ich will, aber bin neugierig. Boah, Alter. Aber das ist bestimmt auch wieder ewig teuer. 44 Millionen. Hm. Irgendwann habe ich so viel. Besonders dann, wenn ich ständig neue Anzug-Upgrades kaufe hier. Der hat kein Scan-Modul-Upgrade, schade. Obwohl, hat er eins, was vielleicht nicht ganz so toll ist, aber vielleicht ein bisschen toll. Scanner-Modul. Kostet 70. Ich kauf mal eins, pass mal auf. Neugier. Momentan. Mal gucken, ob sich das noch weiter verbessern lässt. Flora-Analyse-Belohnung 1000. Das addiert sich wahrscheinlich. Ich nehme nicht an, dass es sich summiert. Ne? 18.000 und irgendwas hatte ich immer gekriegt, ne? Bei Pflanzen. Mal sehen. Das heißt, wenn man da so 2, 3 Stück von reinpackt, die womöglich hier auch noch schön in kompakter Form. Warte mal eben. Interessiert. 1007. Hm.
steht nichts dran. Wirklich bald schlafen, aber es ist gerade. Es hält einen immer echt bei der Stange hier, ne? Ja. Glaube ich sofort. Meistens haben die ja nichts. Er schwafelt mich voll. Korvax-Konvergenzwürfel. Hm. Da ist jetzt eigentlich nichts bei, was ich verkaufen möchte, ne? Das Ding jetzt. Oh Mann, wo ist denn das jetzt? Och Mann, wo ist denn das? Ach hier. Okay. Ja, oi! Wächter, yay. Wo ist denn da der Eingang? Niemand weiß es. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wow.
hoffe, die vergessen mich. Sie tun's. Wie schön. So. Dass die Einrichtung spezialisierte Forschungsarbeit durchführte. Gewöhnliches Element. Ansehen verringert. Toll. Toll. Okay, gut. Das ist ja bedauerlich. Aber was hilft's? Da war eben noch ein... Da, das holen wir uns da hinten und dann holen wir uns noch den Not... Fliegen wir noch zu dem Notruf, den ich per Karte kriege und dann ist es das wohl für heute, schätze ich mal. Ich würde ja eigentlich gerne noch weitermachen, aber ich werde langsam müde und ich muss leider morgen früh aufstehen. Na, jetzt bringt es 21.000 anstatt 18.000. Schön. Schön. Hau mal lieber ab, was? Oh, geil. Ist doch hier ein Haus? Gebäude. Hm. Sieht irgendwie nicht so gebäudig aus, oder? Wow. Total gebäudig, muss ich echt mal sagen. Oh. Was? Warum? Wie? Navigationsdaten? Wahrscheinlich Navigationsdaten dafür, dass ich hier Dinger fotografiert habe. Schläger. Wächter zerstört. Das kommt jetzt. Okay. Das kommt jetzt. Okay. Warte mal.
schon gut. Wo war denn hier die Notrufkarte? Da. Ich habe sogar zwei. Verlassenes Gebäude. Hat ein bisschen an Mass Effect erinnert, komischerweise. Flüsterndes Ei. Ich glaube, flüsterndes Ei war immer sehr gefährlich. Kann ich ja gleich mal nochmal ausprobieren. Geht ja noch tiefer rein. Herzlich willkommen. So. Bla bla bla. Früher habe ich das Zeug mal gelesen, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das alles Mumpitz ist. Zum größten Teil. Das Spiel ist sehr cool, ja. Also vor allem jetzt, ne, das hat sich tatsächlich sehr gemausert. Aufschießen oder zum Nehmen? Mit Subnautica, okay.
Alter. Oh, ich bin mal wieder zu schnell. Meine Güte. Flieg langsam, du blödes Mistraumschiff. Es muss immer durch die Gegend zischen hier, ey. Okay. Toll. Wo ist es? Ah, wie ich das hasse. Du fliegst einmal irgendwie 10 Meter in, oder eine Weile in eine Richtung und schon sind die Dinger vom Radar weg, obwohl sie vorher markiert waren. Man verliert immer den Marker. Es ist jedes Mal wieder weg. Und ich finde diese Scheiße nicht mehr wieder. Jetzt habe ich vielleicht gerade mal Glück gehabt, finde ich. Hauen wir mal lieber ab. Schwarm löst sich auf. Na gut. Okay, pass auf. Nur uns die letzte von denen. Letzte Karte und dann. Dann ist Feierabend. Observatorium. Überhaupt irgendwas gesammelt dadurch? Was ist das denn? Ach so. Das hat mir der Typ da vorhin verkauft. Der Händler. Der fliegende Händler. Hmm.
Ich laufe natürlich wieder falsch rum. Ja. Natürlich. Hey. Ja, komm. Strahlungsschutzmodul. Ansehen verbessert. Okay. Zwei Orte, die ich aufmachen kann. Drei, drei, drei. Drei, neun, null, acht. Drei muss an zweiter Stelle sein. Ein Signal entdeckt. Hallo. Interessanter Ort. Gut, so viel konnte ich jetzt hier nicht machen, aber ich habe den halt vorher noch nicht gesehen. Und es gibt noch eine Tür, die ich aufmachen kann. Nicht die. Die kann ich zwar auch aufmachen, aber die meinte ich nicht. Oder habe ich beide auf einmal aufgemacht? Das kann sein. Bin mal gespannt, wenn ich was sehe, was ein Atlas Pass V3 braucht. Das hatte ich noch nicht gesehen, seitdem ich ihn habe. Wir kehren mal zum Missionsagenten zurück, also in die Station, und dann gebe ich meine Mission ab und dann ist gut. Seitdem ich diese Startschubdüsen-Erweiterung habe hier, die dafür sorgt, dass sich das immer wieder durch Sonnenlicht auflädt, habe ich überhaupt nicht mehr darauf geachtet, jemals das wieder aufzuladen. Das ist voll geil.
Oh yeah. Neue Mission annehmen, wenn er welche hat. Eliminieren, eliminieren, alles Kreaturen eliminieren. Meist nicht. Ich verkaufe den Schund noch und dann ist Feierabend. Hey, hier kann man Schmutz kaufen, voll gut. Okay, verkaufen. Lebenserhaltungsgel. Komm, das hauen wir weg. Die Gravito-Bälle behalte ich natürlich. Weil die möchte ich später noch für Landwirtschaft nehmen. Stabiles Gel. Komm. Und das Ding wird auf gar keinen Fall verkauft. Goldklumpen. Ach, das Ding hier. Ja, da habe ich 300 Uran für hergegeben und ich kriege 700.000. Ich bin eigentlich ganz angetan davon. Ne? Gut. Jetzt speichere ich und dann ist Feierabend. Also sonst komme ich hier, sonst werde ich nie fertig. Es gibt immer was man machen möchte. So. Feierabend, bevor es zu spät ist sozusagen. Ne? Okay, ja. Spaß gemacht, ne? Das war, ist jetzt vielleicht nicht so dramatisch spannend, so storytechnisch und sowas, aber irgendwie mag ich es. Das hält einen bei der Stange. Vielleicht spiele ich das Mittwoch nochmal. Vielleicht auch morgen Abend, falls ich da Lust drauf habe. Genau, ich habe bald Urlaub. Vielleicht schaffe ich es ja mal, im Urlaub das Zentrum der Galaxie zu erreichen in dem Spiel hier. Es sei denn, ich spiele plötzlich wieder Dishonored oder sowas, ne? Was natürlich auch passieren kann. Gut. Okay, also, ich würde mal Aufnahme stoppen.